Das Jahr 2021, über die Hälfte ist bereits vergangen und da habe ich gesehen, dass wir bei Gameswelt etwas rausgehauen haben und zwar die Top 10 der besten Spiele des Jahres 2021 bis jetzt. Und da habe ich mir gedacht, so, hey, warum denn nur die besten Spiele vorstellen? Warum nicht mal auf die Enttäuschung so ein bisschen eingehen, so ein bisschen ranten, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Und genau das möchte ich machen. Hier kommen jetzt meine ganz persönlichen Enttäuschungen für das Jahr 2021 bis jetzt. Wer mich kennt, der weiß, ich bin ein großer Tennis-Fan und da bin ich natürlich in letzter Zeit sehr gepeinigt, denn es kommen durchaus einige Tennisspiele raus oder kamen raus, aber alle davon waren richtig kacke. Und so auch Tennis World Tour 2, das muss man sich mal vorstellen, der erste Teil war schon nicht gut und dann macht der Entwickler einen zweiten Teil, beziehungsweise ist es dann ein neuer Entwickler gewesen, die aber vorher, glaube ich, Australian Open Tennis gemacht haben, was kacke war. Und ja, das ist auch wieder richtig schlecht geworden. Da habe ich das Gefühl, die Entwickler verstehen den Sport überhaupt nicht. Es sieht von der Grafik nicht gut aus, spielt sich auch nicht gut. Das hat so ein ganz komisches Schlagsystem einfach. Und die ganze Zeit denke ich mir einfach nur, Sega, mach doch endlich mal wieder ein Virtual Tennis. Aber Tennis World Tour 2, meines Erachtens einfach ein Desaster. Man nehme den Hauptprogrammierer von Sonic the Hedgehog und Nights into Dreams und gebe ihm die Möglichkeit, ein neues Spiel zu machen, kann doch eigentlich alles nur gut gehen, oder? Pustekuchen Balan Wonderworld ist ein absolutes Grottenspiel. Lasst euch nicht von der halbwegs akzeptablen bunten Grafik reinlegen. Das Ding ist echt grauenhaft. Das ist quasi so ein beschissenes Super Mario, ja, 64 oder so ein modernes 3D Mario halt, weil man kann dann in diese Welten einsteigen und muss dann so Statuen finden und so weiter und so fort. Und das Ganze funktioniert dann so, dass man Kostüme findet und über diese Kostüme hat man dann eine besondere Fähigkeit, die einen dann weiterbringt. Und dann muss man die ganze Zeit diese Kostüme wechseln und viele dieser Fähigkeiten gibt es halt quasi doppelt und manche Kostüme machen überhaupt keinen Sinn, es spielt sich einfach nicht gut, dann gibt es immer wieder so komische Minispielchen, die man machen muss, wie zum Beispiel, dass man Golf spielen muss. Wenn man dann nicht schafft, den Ball einzulochen, muss man das ganze Level nochmal wiederholen. Es ist einfach super bizarr und strange, aber halt nicht im guten Sinne und einfach ein beschissenes Spiel. Als man die ersten Bilder von Medium gesehen hat, war man schon so ein bisschen gehypt, weil man hat diese Figur gesehen und war dann in zwei Welten gleichzeitig unterwegs, ne? In der normalen menschlichen Welt und dann in so einer höllischen Dämonenwelt und das sah ganz cool aus. Dann kam das Spiel allerdings raus und die Entwickler hatten noch so im Vorfeld gesagt, so Silent Hill wäre eine ihrer Inspirationen. Nun, ich wusste gar nicht, dass Silent Hill so langweilig sein kann. Also wenn das zumindest eine ihrer Inspirationen war, weil das war Medium einfach. Das war unglaublich fad. Ich habe gedacht, wir kriegen hier einen spannenden Grusel-Schocker oder Thriller, der wirklich einen in Angst und Schrecken versetzt und dass man immer angespannt ist und Angstschweiß hat. Nee, Pustekuchen. Das war halt einfach, ja, fad, ist vor sich so dahin geplätschert, hat wenig Spaß gemacht. Und selten hat ein Titel auch die Qualität des Spiels so beschrieben. Outriders ist auch in dieser Liste und einige von euch werden sagen, so, Moment, wieso ist das denn in der Liste? Das ist eigentlich ein gutes Spiel. Und so, ja, das stimmt. Outriders ist auch ein gutes Spiel. Der einzige Grund, warum es in dieser Liste jetzt auftaucht, ist, weil es einfach ziemlich viele technische Probleme mit dem Spiel gab, bis es denn dann endlich mal halbwegs rund lief. Und das hat halt auch ziemlich lang gedauert, bis dann dem soweit war. Und das geht halt einfach nicht bei einem Spiel, das auf Multiplayer ausgelegt ist und dass man eben viel mit seinen Freunden online zocken will, dass das einfach nicht gescheit funktioniert. Okay, vielleicht am ersten Tag, never play on launch day, aber dann nach einer Woche spätestens muss das rundlaufen und das war hier halt einfach nicht der Fall. Es gab etliche Abstürze, Crashes, Serverprobleme, das Spiel lief unrund auf dem PC, hat geruckelt teilweise. Und das hat sich teils eben ewig lang gezogen und deswegen ist Outriders hier auch quasi eine Enttäuschung, auch wenn es spielerisch hier in dem Sinne in der Liste gar nichts zu suchen hat. Ich bin riesengroßer Pirates-Fan, habe die Sid Meier-Spiele immer ordentlich gefeiert und dann kam hier dieses Jahr King of Seas raus, wo ich mir dachte so, oh geil,
Das sieht ja tatsächlich aus wie Old School Pirates. Die haben sich ja voll krass davon inspirieren lassen. Und das sagen die Entwickler ja auch selber. Aber sie haben es tatsächlich geschafft, dieses Spielprinzip von Pirates in fast jedem Belang zu verhunzen. Die Kämpfe, die man hier ausführt auf See, die Schlachten mit den Schiffen sind einfach nur unglaublich frustrierend. Ich hasse es ja auch, wenn Gegner mitleveln, weil dann frage ich mich, warum level ich überhaupt, wenn jeder mit mir mitlevelt? Weil ich möchte doch irgendwann der übermächtige Pirat sein, der sehr viel Arbeit in sein Schiff gesteckt hat und alle anderen zerbumsen. Aber nee, man wird selber die ganze Zeit gefistet. Es macht einfach keinen Spaß, dann muss man wieder ewig über die Map fahren. Und dann wird man die ganze Zeit auch noch, wenn man der Story folgt, von kleinen Cutscenes unterbrochen, die sich viel zu lange ziehen. Da stimmt das Pacing dann auch einfach nicht. Ja, King of Seas hätte so gut werden können, aber ist enorm gescheitert. Ja, aber es haben doch nur 20 Leute Biomutant gemacht, deswegen darf man das nicht so kritisch sehen. Nee, Pustekuchen, sorry, das Spiel kostet genauso viel wie andere Vollpreisspiele auch im Laden. Und dann kann man auch ein bisschen bessere Qualität erwarten. Punkt ist einfach, dass diese 20 Leute, die an Biomutant gearbeitet haben, sich komplett überhoben haben. Sie hätten ein kleineres, fokussierteres Spiel machen müssen oder sollen, statt ein Spiel, das versucht, alles unter einen Hut zu kriegen. Das kriegen ja schon teilweise Teams von mehreren hundert Mann nicht hin. Und die haben sich da einfach wahnsinnig überhoben. Und dann gibt es halt einfach viele Aspekte, die durchaus einfach nur mittelmäßig sind. Und das fängt schon beim Kampf an, der sich einfach lasch anfühlt. Da gibt es kein richtiges Feedback, er ist ohne Wucht und so weiter und so fort. Und das zieht sich durchs gesamte Spiel. Es gibt gute Anleihen, definitiv, wie zum Beispiel das Crafting-System, wie man seine eigene Waffe bauen kann. Aber für jedes gute Ding in dem Spiel gibt es halt drei andere, die einfach unglaublich mittelmäßig sind. Und es ist ein bisschen schade, weil die Welt echt sehr, sehr geil ist. Aber ich bin gewillt, dem Ganzen noch mal eine Chance zu geben. Die Entwickler haben gesagt, sie arbeiten an einem Patch, der vieles überarbeiten soll. Dann werde ich mir Biomutant nochmal anschauen. So ist es für mich aber definitiv eine der größeren Enttäuschungen des Jahres 2021. Eine dicke Pen-and-Paper-Lizenz mit World of Darkness und dann auch noch Werwölfe. Was kann da schon schief gehen? Nun ja, man lässt den Entwickler Cyanide ran. Die sind nicht wirklich gut. Und die haben Werewolf the Apocalypse Earthblood gemacht, was wirklich einfach grauenhaft ist. Es ist storytechnisch total langweilig vorgetragen. Ein Hauptcharakter, der auch kaum Emotionen zeigt. Und dann soll man dieser krasse Werwolf-Typ sein. Und dann denke ich mir bei einem Werwolf-Spiel so, oh geil, dann muss der Kampf ja richtig gut sein. Nee, du haust die Leute umher und fühlst dich wie so ein richtiger, ja, wie so ein Werwolf halt, wie man es halt einfach erwarten würde. Und dann war der Kampf halt einfach nur so repetitiv und langweilig und hat sich auch nicht gut angefühlt. Deswegen hat man dann lieber mehr dieses ganze Stealth-Sache gemacht. Man kann ja in dem Spiel auch so schleichend unterwegs sein. Aber dann denke ich mir so, wenn es ein Werwolf-Spiel ist, warum soll ich denn dann in so einer Wolfsgestalt die ganze Zeit rumschleichen? Ist das nicht irgendwie komplett am Ziel vorbei? Dann war es halt technisch auch einfach unglaublich mau und mittelmäßig. Und deswegen für mich auch einfach eine Enttäuschung, weil man hätte mit der Lizenz was Cooles machen können und rausgekommen ist dabei ein großer Haufen Käse. Aber beschissener Käse. Ja, das waren sie, meine Flops des Jahres 2021 bis jetzt. Ihr müsst da nicht mit übereinstimmen, liebe Internetpolizei. Ihr könnt das natürlich komplett anders sehen. Ich weiß, da wird es sicherlich Gegenwind geben. Aber ihr könnt natürlich auch gerne eure Flops des Jahres bis jetzt in die Kommentare posten. Würde mich auf jeden Fall freuen zu lesen, was ihr denn so denkt, was denn wirklich so die Gurken des Jahres 2021 waren.